Ja, abschließend möchte ich noch ein konkretes Verfahren motivieren, das wir uns in der nächsten Stunde, also nach Ostern, dann etwas genauer anschauen werden. Und zwar ist es häufig so, dass man nicht Fixpunkte einer Funktion sucht, sondern dass man Nullstellen sucht. Und dazu muss man natürlich das Nullstellenproblem, das man hat, erstmal in eine geeignete Fixpunktgleichung umwandeln. Und das kann man dann eventuell mit dem Fixpunktsatz von Banach lösen. Okay, machen wir das mal konkret. Angenommen, wir suchen eine Nullstelle des Polynoms x hoch 5 plus x hoch 4 plus 20x plus 1. Wie könnte man vorgehen, um das in ein Fixpunktproblem zu verwandeln? Die einfachste Möglichkeit ist immer, naja, man addiert einfach x auf beiden Seiten. Wir werden sehen, das führt fast nie zum Erfolg, aber eine Möglichkeit wäre es natürlich. Das heißt, dass das da oben gleich 0 ist, ist natürlich äquivalent dazu, dass x hoch 5 plus x hoch 4 plus 20, plus 21x plus 1 gleich x ist. Ja, und wenn ich das hier mal jetzt als g von x definiere, dann sehen Sie natürlich, okay, das x ist jetzt ein Fixpunkt dieser Gleichung und vielleicht könnten wir ja jetzt tatsächlich mit Banach dann diesen Fixpunkt berechnen. Können wir natürlich nicht, denn Sie sehen, also angenommen, wir suchen die zum Beispiel in minus 1, 1 und das, was da steht, das ist einfach nicht kontrahierend. Ja? Also das ist eben, das ist hier überhaupt nicht nachzuweisen. Das heißt, das wird nicht funktionieren. Eine andere Möglichkeit wäre, man nimmt diese Gleichung von oben und löst die mal nach einem von diesen xen, die da stehen, auf. Das heißt, man könnte zum Beispiel mal nehmen, ich nehme mir das x hoch 5 vor, ziehe die fünfte Wurzel und dann haben wir sowas wie, ja, das ist noch nicht mal richtig äquivalent, aber wir haben sowas wie x gleich die fünfte Wurzel aus. Naja, und dann sehen Sie schon, was da steht. Da steht sowas wie minus x hoch 4 minus 20x minus 1. Naja, also natürlich ist das dann auch wieder eine Fixpunktgleichung, aber das ist auf jeden Fall mal keine schöne Gleichung. Und da hat man das Gefühl, da wird es wieder wahnsinnig schwierig sein, die Voraussetzungen von Banach nachzuweisen. Nehmen wir uns mal die 20x vor, die da stehen. Ja, also wir lösen mal nach diesen x auf von den 20x, die wir da oben haben. Und dann könnten wir doch genauso gut schreiben, x ist gleich ein Zwanzigstel mal, ja, und alles andere bringe ich auf die rechte Seite. Das ist sowas wie minus x hoch 5, minus x hoch 4. Und dann haben wir hier noch sowas wie minus 1. Ja, und das heißt, wir haben wieder jetzt eine Fixpunktgleichung. Und hier steht jetzt sowas wie x gleich g von x. Aber natürlich jetzt mit diesem G. Ja, haben wir eine Chance, dass das Ganze eine Selbstabbildung und kontrahierend ist? Naja, schauen wir ganz kurz drauf. Ja, also wir denken an das Intervall von minus 1 bis 1. Das habe ich da oben hingeschrieben. Das heißt also, wenn ich da die Werte einsetze, naja, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, das liegt so bei minus 3, was da in der Klammer steht. Das heißt, der maximal, alle die Werte, die wir ausrechnen für dieses g im Intervall von minus 1 bis 1, liegen im Intervall von minus 3 Zwanzigstel bis 3 Zwanzigstel. Und das ist bestimmt eine Teilmenge von minus 1, 1. Und das heißt also, wenn ich das hier mal als d definiere, dann ist das hier sicherlich eine Abbildung von d nach d. Und die Ableitung, das ist sowas wie 5x hoch 4 minus 4x hoch 3. Ja, mit Sicherheit ist das, was da steht in der Klammer, kleiner als 10. Das heißt also, der Betrag von g' oder die unendliche Norm von g' ist kleiner gleich 1/2. Und damit ist das Ganze auch direkt wieder kontrahierend. Das heißt also, diese Formulierung hat jetzt zum Ziel geführt. Ja, das heißt, solche Umformulierungen funktionieren manchmal, aber es ist nicht immer so ganz klar, wie man denn das anstellen muss und wonach man auflösen muss. Deshalb hätte man vielleicht gerne ein allgemeines Rezept. Und das wollen wir uns jetzt anschauen und das ist das sogenannte Newton-Verfahren. So, ich habe mal ein bisschen vorgearbeitet. Also, wir schauen uns dieses Diagramm hier mal an. Wir haben eine Funktion f von x und wir suchen eine Nullstelle dieser Funktion. Und wir schauen mal, wir haben tatsächlich hier vorne eine Nullstelle und zwar liegt die, ich hoffe, da genau, das ist die Nullstelle x quer hier vorne. Und diese Nullstelle, das ist die, die wir suchen.
Alles, was wir kennen momentan, ist eine Näherung für diese Nullstelle. Und diese Näherung, die nennen wir x0 und die ist hier vorne. Und wir können sehen, das ist noch keine besonders gute Näherung, denn wenn wir uns das, den Funktionswert an dieser Stelle ansehen, das f von x0, das ist hier vorne. Ja, also das hier ist der Punkt x0, f von x0 und der ist definitiv noch ein ganzes Stück von einem Null, von einer Nullstelle entfernt. Okay, gut. Die Frage ist, wie können wir diesen Punkt nun verbessern? Also wie können wir eine bessere Approximation für die Nullstelle bekommen? Und die Idee beim Newton-Verfahren ist die folgende. Naja, wir können jetzt nicht die Funktion, diese Funktion f direkt mit der x-Achse schneiden, denn das kommt unter Umständen ein kompliziertes Polynom oder ist eine transzendente Funktion, von der man die Nullstellen nicht unbedingt sofort angeben kann. Aber was wir tun können, ist, wir können ja vielleicht mal hier einfach die Funktion selbst durch ihre Tangente ersetzen. Ja, das heißt also, wir bilden die Tangente an die Kurve in diesem Punkt. Und jetzt wird es schwierig. Die sieht so ungefähr so aus. Und zumindest mal in einer kleinen Umgebung dieses Punktes hier vorne sieht die Tangente durchaus ein bisschen so aus wie diese Funktion selbst. Das heißt also, unsere Idee ist, naja, statt dass wir die Funktion nehmen und die mit der x-Achse schneiden, nehmen wir einfach die Tangente und schneiden die mit der x-Achse. Und der Punkt, den wir daraus bekommen, den nennen wir x1. Und unsere Hoffnung ist, und dann machen wir natürlich dasselbe mit dem x1, ja, bilden die Tangente am x1, schneiden wieder mit der x-Achse und so weiter. Und unsere Hoffnung ist, dass wir auf diese Art eine konvergente Folge bekommen. Okay, das ist die Idee, so macht man es zeichnerisch. Und jetzt wollen wir gucken, zu welcher Vorschrift das führt. Ja, wir müssen die Tangentengleichung also hinschreiben. Und wir wissen, die Funktion geht durch den Punkt x0 f von x0 und hat die Steigung f' von x0. Und da können Sie sofort nachrechnen, die Gleichung y gleich f von x0 plus f' von x0 mal x minus x0. Die leistet tatsächlich das, was wir wollen. Das ist eine Tangente. Ja. Wenn wir es in y und x jetzt hinschreiben, dann ist das die Tangente an die Kurve in diesem Punkt. Weisen wir das schnell nach. Was ist die Ableitung, was ist die Steigung? Ist f' von x0. Das soll auch tatsächlich so sein. Und an der Stelle x0 wird der Wert f von x0 angenommen, das heißt, das ist wirklich die Tangente, die hier steht. Okay, gut, dann wir suchen eine Nullstelle, das heißt also, wir setzen die Tangente gleich 0 und dann erhalten wir, dass die für die Nullstelle x erhalten wir dann, ich löse das mal direkt nach x auf, erhalten wir, dass x ist gleich x0 minus f' von x0 hoch minus 1 mal f von x0. Ja, also das Ganze erst oben mit f' von x0 hoch minus 1 multipliziert und dann nochmal nach x aufgelöst. Okay, und das wollen wir jetzt, diese Nullstelle, die wollen wir x1 nennen. Okay, das heißt, im allgemeinen Fall hätten wir sowas wie xk plus 1 gleich xk minus f' von xk hoch minus 1 mal f von xk. Okay, und wenn wir uns mal definieren, die Funktion g von x als x minus f' von x hoch minus 1 mal f von x, dann sehen wir das, was da steht. Diese Folge, die wir da oben definiert haben, ist nichts anderes als die Fixpunktfolge
zu g. Das heißt also, wir können das Konvergenzverhalten dieser Folge untersuchen mit Hilfe des Banachschen Fixpunktsatzes, einfach indem wir die Voraussetzungen dieser Funktion g nachrechnen, für diese Funktion g nachrechnen. Okay, und das ist genau die Idee des Newton-Verfahrens. Man wählt ein x0, berechnet dann die Fixpunktfolge für diese Funktion, die da steht, und hofft im Augenblick noch, dass das Ganze gegen eine Nullstelle konvergiert und dass es tatsächlich der Fall ist unter bestimmten Voraussetzungen. Das werden wir in der nächsten Stunde zeigen. Achso, ganz kleiner Nachsatz hier. Ich habe mich natürlich jetzt hier erstmal darauf beschränkt, das zu motivieren. Das heißt, hier fehlen jetzt natürlich noch alle möglichen Voraussetzungen. Das heißt, das f müsste natürlich stetig differenzierbar sein oder zumindest mal überhaupt differenzierbar sein, damit das hier funktioniert. Die Ableitung muss invertierbar sein und all das wird dann in der Definition des Newton-Verfahrens in der nächsten Stunde aufstehen.